Ja, hallo, ich bin der Wari und in diesem Video soll es darum gehen, macht eine Wildkamera für uns Menschen unhörbare Geräusche, die Tiere wahrnehmen können. Dann muss ich ein kleines bisschen ausholen im Bereich der Technik. Wer das nicht hören möchte, der klickt unten in der Timeline einfach auf die angezeigte Zeit, da geht es dann weiter. In so einer Wildkamera, da sind ja Batterien drin und Batterien haben nicht immer die gleiche Spannung. Die bewegt sich meistens zwischen 1 und 1,65 Volt. Bei 1 Volt ist sie natürlich schon leer, da sollte man sie dann austauschen. Elektronik kann normalerweise mit so einer schwankenden Spannung nicht gut umgehen, deswegen benutzt man DC-DC-Wandler. Die wandeln die Spannung dieser Batterie um in eine für die Elektronik vernünftige Größe, meistens 3,3 Volt. Es gibt aber auch Elektronik, die arbeitet mit 5 Volt und die LEDs brauchen ja dann auch wieder eine andere Spannung. Deswegen sind dann meistens mehrere Spannungswandler in so einer Wildkamera verbaut. Diese Spannungswandler, die schalten die Spannung der Batterien ganz schnell an und aus und zerhacken die somit und können die dann dementsprechend auch anpassen, so dass die auf ein Level ist. Dieses Zerhacken, das ist eine bestimmte Frequenz. Es gibt Spannungswandler, die können diese Frequenzen variieren und es gibt Spannungswandler, die arbeiten mit einer festen Frequenz. Nichtsdestotrotz, diese Frequenz liegt zwischen 20 kHz und 200 kHz und viele Tiere können in den unteren Bereichen das noch hören. 20 kHz bis 200 kHz für uns Menschen so gut wie nie hörbar. Es gibt Menschen, die können diese 20 kHz gerade so noch am Rande der Wahrnehmung empfinden, meistens nicht als Ton, sondern die spüren nur, dass es da ist. 20 bis 200 kHz, das liegt in dem Bereich von Fledermäuse. Also dachte ich mir, wir bauen einfach mal schnell einen Fledermausdetektor zusammen. Und damit können wir das hörbar machen. Und das mache ich jetzt mal, damit ihr den Ton auch mal hören könnt. Der Fledermausdetektor, den ich hier habe, der ist natürlich von sehr einfacher Bauart. Deswegen ist da auch ein extremes Rauschen damit drunter. Jetzt muss ich erstmal mit Kopfhörer die Frequenz einstellen, weil ich kann den Ton mit dem DJI zwar aufnehmen, aber nicht selber hören. Okay, das sollte gehen. Dann stecken wir das mal ein. Dieses Geräusch, und das können Tiere hören. Ein Reh nimmt sowas weniger wahr als ein Fuchs, weil ein Reh ist von Natur aus, braucht so eine Geräusche nicht hören. Es nimmt es aber zu einem gewissen Teil wahr. Ein Fuchs nimmt es viel deutlicher wahr, weil er ist ja auf Geräusche spezieller Art fixiert. Ultraschall, Geräusche von Mäusen zum Beispiel oder Fledermäusen. Das hört ein Fuchs natürlich viel deutlicher als ein Reh und deswegen schreckt ein Fuchs mehr vor einer Wildkamera zurück als ein Reh, weil er dieses Geräusch wahrnimmt. Das ist hier die Seisiger Super Sim Edition. Die lasse ich jetzt hier. Ich gehe jetzt zu einer anderen Stelle, da hänge ich eine andere Wildkamera auf und die nehme ich dann auch nochmal mit dem Fledermausdetektor auf. Und dann geht das Video an der Stelle da weiter. So, wie klingt denn jetzt nun die Campark T80? Die ist es nämlich ganz interessant, weil jede Kamera hat ihre eigene Stimme. Und das hören wir uns jetzt mal an. So, ich hoffe, man hat es gehört.
Die knattert nämlich. Die macht kein Fiepen, die knattert richtig. Und das hören die Tiere nämlich auch. So. Und jetzt gehen wir zur nächsten Kamera und höre ich mal, wie die klingt. So, das ist jetzt die Tom Show, eine andere Wildkamera. Eine, die ich schon sehr lange. Oh. Eine Kamera, die ich schon sehr lange habe. Ich habe die schon eine ganze Weile lang nicht im Einsatz gehabt, weil die von der, Bildqualität her nicht ganz so gut ist. Es ist halt schon eine sehr alte Kamera. Sie verrichtet immer noch ihren Dienst, deswegen habe ich sie auch noch. Und ich wollte sie auch mal wieder aktivieren. So, und jetzt nehmen wir mal auf, wie die klingt. Klingt ein bisschen anders. So, und Sprache ist nicht ganz so gut. Achso, ich muss ja erst anschließen ans Mikro. So, ich denke mal, man hat es gehört. Sprache, menschliche Sprache ist nicht so gut zu verstehen, weil dieses Gerät, die Frequenz wird hörbar gemacht, indem die gestreckt werden und verschoben werden in der, im zeitlichen Ablauf sozusagen. Und dadurch können wir die dann hören. Sprache klingt sehr komisch dann, sehr schrecklich. Und sowas wie Klingen, so Metall an Metall, hat natürlich sehr hohe Frequenzen. Das klingt sehr deutlich. So, das war jetzt die Tom Show. So, dann horchen wir doch mal, wie die Ziehmusik klingt. Die ist erstaunlich leise. Okay, ich steck mal um. Ich weiß nicht, ob man das im Video dann hören kann, aber ich versuch's mal. Also die ist wirklich sehr leise. Also ich habe keine Ahnung, ob man das im Video überhaupt hören kann. Kann sein, dass ich das vielleicht sogar verstärken muss, damit man das hören tutet. Die hier ist erstaunlich leise. Die Tiere werden das Geräusch dieser Kamera höchstwahrscheinlich weniger wahrnehmen, weil es ist auch wirklich tatsächlich leiser für die Elektronik. Dass so ein Kasten im Wald auffällt und mein Geruch da dran ist, das fällt den Tieren auf. Aber hier laufen ja dauernd irgendwelche Leute lang, Pilzsammler und was weiß ich. Und da vorne ist eine Straße, dann sind da Wanderwege. Gerüche von Menschen sollten den Tieren eigentlich bekannt sein. Vielleicht nun nicht gerade an so einem Baum und an so einem Kasten. Das ist etwas, was auffällt. Aber die Geräusche in so einem Wildkameras, das sind die schlimmsten Faktoren für so ein Tier. So, war natürlich ein bisschen technisches Geschwafel hier in dem Video drin. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Öffnet euch ein bisschen mehr die Augen, was Tiere an einer Wildkamera erschreckt. Mit so einem Fledermausdetektor kann man das hörbar machen und kann dann vielleicht sogar feststellen, welche Kamera klingt unglaublich schrecklich für ein Tier. So ein Gefiepse oder so ein Geschrei ist natürlich ganz grässlich. So ein Klopfen wie von der T80, das ist gar nicht so schlimm. Es fällt auf, es ist merkwürdig für so ein Tier, aber es ist nicht so schlimm wie so ein elektronisches Geschrei.
Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt und mich die Mücken nicht aufgefressen haben. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Vari. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes, weil das ist ja grausam hier. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nö. Achso, hier muss ich noch einen Zweig unterpacken oder sowas. Wirklich auch. Vielleicht war das gerade Dachskacke, was ich hier reingepackt habe. Telefon denkt, das ist ein Kopfhörer. Boah. In dem Video. Boah. 20 Mücken hier auf einen Arm. Jetzt kommt wieder ein Flugzeug. Mann! Wir bauen ein Fledermuster und ein Varimaus. Ich habe keine. Uch, Mensch, Mücke. So. Ja. Haben hinter der Kamera gerade zwei Mäuse gepoppt.